Hallo, liebe Deutschlernende. Es kann sein, dass du schon seit ein paar Monaten Deutsch lernst, aber immer noch nicht so gut sprichst, wie du sprechen möchtest. Ja, du bist immer noch nicht fließend. Und du lernst schon seit mehreren Monaten und bist jetzt vielleicht ein bisschen frustriert, ein bisschen ungeduldig und du möchtest gerne jetzt schon perfekt sprechen. Das kann ich absolut verstehen. Das kann ich total gut nachvollziehen. Ja, mir geht es auch manchmal so, wenn ich Italienisch lerne, dass ich ungeduldig werde und dass ich mir denke, ach, ich wünschte, ich könnte jetzt schon viel fließender sprechen. Aber es ist auch kein Wunder, dass es so lange dauert, weil alles seine Zeit braucht. Wir haben eine Redewendung im Deutschen und die lautet: mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, das Eichhörnchen muss den Winter überleben und deswegen versteckt es Nüsse und auch wenn es nicht Winter ist, wenn es Sommer ist, dann kostet es auch sehr viel Aufwand, denn es ist auch sehr viel Arbeit für das Eichhörnchen, Nahrung zu finden für sich und seine kleinen Kinder, seine kleinen Eichhörnchenkinder. Und dieses Eichhörnchen sammelt Nüsse und ich weiß gar nicht, was Eichhörnchen so alles essen. Aber dieses Eichhörnchen sammelt Nahrung und im Herbst versteckt es diese Nahrung, damit es den Winter überlebt. Und dies ist sehr viel Arbeit für das Eichhörnchen, aber das Eichhörnchen arbeitet und arbeitet und dies ist sehr mühsam. Ja, aber das Eichhörnchen arbeitet konsistent, sodass es genug Nüsse für den Winter hat. Und dieses Eichhörnchen ernährt sich mühsam. Ja, das Finden der Nüsse und so weiter, ja, das Ernähren kostet sehr viel Mühe. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und wir benutzen im Deutschen diese Redewendung, um auszudrücken, dass manche Dinge einfach ihre Zeit brauchen. Manche Dinge kosten viel Zeit, aber man sollte geduldig bleiben, weil es am Ende Resultate gibt. Ja, weil man am Ende Erfolg hat. Ja, man arbeitet sehr mühsam, aber wenn man geduldig genug ist, wenn man genug Geduld hat, dann erreicht man seine Ziele. Also, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen und ich bin mir sicher, wenn du konsistent lernst, ja, wenn du jeden Tag Deutsch lernst, dann ist es nur eine Frage der Zeit. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und wir sehen uns morgen. Tschüss!